Kennt ihr das? Ich mache Fotos von meinen kleinen Kindern und auf einmal fällt mir auf, dass ich meine kleinen Kinder nicht genieße als kleine Kinder, die ich anschaue, die meine Seele wahrnimmt. Stattdessen will ich sie für den Bildschirm oder das Papier fotografieren, damit ich später mal ein Foto von der Genießersituation habe, die Situation, die ich aber vermindert habe im Genuss. Ich bemerke, die Form der schriftlichen und mündlichen Sprache ist begrenzt. Man kann zwar über sein Leben reden, aber eben nicht das Leben reden. Man kann zwar über Gott und die Welt reden, und das mache ich sehr gern, aber zu schnell rede ich über Gott, aber habe kein Gottreden. Manchmal haben wir es erlebt, die tiefe Kraft der Worte des Lebens, die bedeutungsvoller und wirklich tragend sind und echtes Glücklichsein, ohne vorher irgendwas in Ordnung bringen zu müssen, zu können, zu sollen. Sondern mittendrin im Sturm ist Ruhe, ist Frieden, ist Daseinsbestimmung. Nein, das ist nicht sonderbar zu merkwürdig, oder?